Jo, der Schrott muss immer noch weg hier im Cleanup-DLC von Heavenly Bodies und der Zuschauer kann jetzt mal gucken, ob sich was verändert hat. Aber eigentlich ist alles genauso wie vorher. Wir waren schon bei 54% und so. Aber erstmal hallo Daniel. Hallo, möchtest du jetzt aus diesem Spiel ein Wimmelbildspiel machen, ja? Ja, meine heimliche Leidenschaft oder meine ganz offizielle Leidenschaft eigentlich. Wir werden jetzt, warte mal, wo bin ich hier? Ich bin die Kralle. Wie bei Toy Story, die Kralle zur Außenwelt. Warte mal, jetzt habe ich den Bohrer, dann muss ich ja daran, so ein Scheiß. Wir werden das Ding hier auseinandernehmen müssen, sonst passt das nicht rein. Ja, vielleicht. Und Ach hopp, so, okay. und hopp. Hattest du überlegt, ob du den Magneten noch anlassen willst, damit es dann Warte mal, wo wirklich. ist denn mein Bohrer? Den hast du an deinem Ach, der ist ja Jetpack am dran Anzug. gemacht. Das stimmt. Ja, toll. Das mich selber ausgetrickst hier. Ah! Hätte ja nur zum Jetpack. Och, jetzt wieder Kopf rum hier. Ja, Soll ich schon mal nach draußen gehen und nochmal neuen Müll sammeln? oh, kannst du gerne machen, ja. Aber dann wird's ein bisschen klein wahrscheinlich, ne? Ja. Von der Kamera. Ne, dann warte ich vielleicht einfach noch einen Moment. Wo ist denn dein Jetzt suche Jetpack ich hin? auch, jetzt such ich auch meinen Anzug, weißt du, der ist nämlich hier drin. Der So. möchte nicht benutzt werden, ja? Er möchte auch in den Müll. Der kleine Anzug möchte nicht benutzt werden, ja. So, also jetzt würde ich. Oh Gott. Zu Mal gucken. hummelig. Also, Feuermodus, dann. So, abmachen. Ran und. Oh! Geht erstaunlich leicht. Dann doch. Warte mal. Jetzt muss ich natürlich an die andere Seite ran. Ach, jetzt habe ich das Ding da in dem. Warte mal, ich guck Willst du dich mal mal. da Ist jetzt. reinsetzen? Ja, wollte gerade sagen. Ich schwing Dann mich da kannst du mal das. rüber. Ja, dann gehe ich mal. Warte. Gehe ich mal darüber, damit du hier freie Bahn hast und dann. Ach, warum mache ich es mir so kompliziert? Ich habe auch die Steuerdüsen. So. Genau, und dann muss eigentlich nur ein bisschen nach unten, dann das reicht schon. Dann komme ich von der Seite ran. Ja, reicht so, reicht so. So, Dein frei Bohrer ist gerade machen. weg. Nein! Dein Bohrer schwebt gerade mir entgegen. Ich kann auch auf meine Sachen nicht aufpassen, ne? Es ist unfassbar. Warte, warte, warte. Ach! Mach die Düsen, Olli, mach die Düsen so. Ich glaube, ich nehme den Umweg. Hui! Hab deinen Bohrer im Genick. Ach, der ist hier unten. Jetzt habe ich den schon wieder aus den Augen verloren. Ist doch nicht zu fassen. So, erstmal wieder ranmachen. Ah, na komm. Hallo. Das ist so Hey. fummelig, weil da So, manchmal einfach jetzt. das richtige Hab Symbol ihn. nicht kommt. Und dann geht das nicht. Warum schwingt Weiß eigentlich das Stück Müll da oben da so hin und her, wie als wenn hier ein Wellengang nicht, wäre ich oder so? versuche mal da mich zwischen zu quetschen. So. Zweiter Versuch. Also, Bora ist hier. Ich habe euch das noch ein bisschen Zack, Bora runterbekommen, ist hast du mehr ab. Platz? Ah, sieht gut aus. Guck mal, schon ist es auseinander. Okay. Zack. Oh, mein Chatback ist im Müll. Kann man. Jetzt habe ich ja nicht so einen Magneten wie du. Ach so, du kannst ja mal versuchen, das so da. Ach ja. Wie kriegen wir denn jetzt dein Jetpack daraus? Kannst du das greifen? Ich glaube, das Jetpack an sich konnte man nicht greifen, aber man kann das Werkzeug greifen. Also, wenn du dir deinen Magneten greifst, kannst du es Warte rausziehen. mal, ich versuche hier Anders gerade erstmal das Ding wieder wird's aufzu die schwierig. Kralle aufzumachen, weil Warte, ich kann irgendwie. auch mal das andere mitnehmen. LTRT. Ach so. LT ist aufmachen, RT ist zumachen, okay. Was ist denn eigentlich, wenn ich was halte? Ach, dann kann ich nicht in den Jetpack-Modus gehen. Oh Okay. Gott, Mann, nein! scheiße, jetzt habe ich schon wieder meinen Bohrer verdaddelt. Kommst du her? Kommst du her? Ja. Mama mia, ich und mein Bohrer, weißt du? Furchtbar. Der kann nicht auf sein Zeug aufpassen. Dieser Fail, ey. So, jetzt hier lang. Ich Oh komme hier an nein, den Knopf, lass das dich ist nicht so. irritieren. Das ist so verklemmt hier. Was, jetzt kriegst du es auch nicht mehr raus? Nein, ich krieg den erstmal nicht rein hier, dann im Müll. Der soll doch nicht rein, der Müll. Du musst erstmal das andere rausnehmen. Kannst doch nicht alles reinquetschen und dann erwarten, dass du noch was rauskriegst. Das ist, Warte also. mal, geht das? Nein, jetzt habe ich nur wieder den. Warte mal. Oh Gott. Ah, shit, das ist aber auch Das hat nicht aber auch so einen leicht hier, leichten warte. Delay hier. So, ah, warte mal. Oh Gott, was mache ich denn? Zieh dich da ran und mach das da rein. Oh, shit. Mama, warum ziehst du denn den automatisch da wieder hoch? Hallo? Bleib doch da mal bitte unten. Du dummes Ding. Komm, sau da. Oh Gott, Hey! nein. Das ist jetzt gerade schlecht. Das war, ja, Sekunde, machen wir Also wieder nicht, dass ich auf. kurz davor wäre, aber irgendwann will ich das mal da reinbekommen, so jetzt zum Beispiel. Ah. Alter. Ist das fies. Jetzt bleibt da drin. Okay, meins ist perfekt drin. Ich habe jetzt zwar nichts mehr dazu bei. Oh, super. O okay, super. Ja, nee, nicht super. Warte Ich mal. kann es jetzt schieben. Mach rein.
Ja, das ist leichter gesagt als getan. Nicht so schnell raus, nicht so schnell raus. Vorsichtig. Das ist leichter gesagt als getan hier. Wie dreht man die denn? Ach so. Das kannst du, glaube ich, mit dem Magneten jetzt nicht machen. Der muss aus. Genau. Jetzt vorsichtig raus und nur anstupsen. Nur reinstupsen. Nur hochstupsen. Ja, jetzt komm. Jetzt von oben nochmal. Vorsichtig. Ja. Moment, ich kann doch da mithelfen. Dachte ich. So, wer zuerst da ist, ich fürchte, das bist du. Üb. Okay. So, das waren zwei relativ große Teile. Fantastisch. Fehlt noch was. Ja, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Tja, dann können wir nochmal nachgucken gehen. Nein, ich wollte dahin. Warte mal, soll ich dir hier? nimm mich! Ja, und ziehen. So, perfekt, okay. So, wo wollen wir denn noch gucken? Nach unten? Na gut, dann nach unten. Hier ist was Kleines. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Extra. Das wird nicht viel bringen. Ja, irgend so ein Bonusgerät, ja. Ja, die sind mir egal, die Bonusdinger. Tja, okay, ich fürchte, wir müssen jetzt ganz schön weit rumfliegen, um was zu finden. Oh nein. Ah doch, mein Bohrer ist dran. Okay, er will den Bonus. Alles klar. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich damit hin muss dann. Das weiß keiner. Ich wollte es aber eigentlich jetzt, ich wollte den Bohrer, Quatsch, nicht den Bohrer, meinen Magneten eh schon mal anmachen und dann einfach wieder da ranhängen, aber ja. Guck, da kommt einfach kein A. Da kommt kein A, jetzt kommt ein A. Ja, dann und trotzdem musst du es auch drücken, das A. Hab ich. Hat das Spiel ignoriert. Jetzt. Ja, nee, jetzt ist wieder der Border. Jetzt hast du ihn ausgemacht, ja. hat das jetzt sich da angewedelt. So, perfekt. Achso, jetzt muss ich noch wieder. So, kleiner Daniel, komm, wir gehen nach unten. Ich düse. Hui! Oh Gott, okay, man kann Müll verlieren. Moment, man kann Müll verlieren, man kann ihn aber auch wieder einsammeln. Eieiei. Das muss man mal einer erklären. Hallo, da ist ein Magnet dran und trotzdem schwebt es weg. Also das ist nicht gut hier. Ja, alles easy. Alles easy. So, ist hier was in der Mitte? Oder ist es da, wo wir herkamen? Ist da, wo wir herkamen. Wir müssen weiter runter, glaube ich. Wenn jetzt auch noch das Gas irgendwann ausgehen würde, ne? Von den Steuerdüsen, das wäre. Das hätte so ein bisschen was wie bei irgendwelchen Spielen, wo du so Schwimmlevel hast und dann geht dir da die Luft aus oder so. Ja, macht sowas. Total Spaß, ja. Genau, und wenn dann noch so tolle Geräusche kommen, die halt auch immer wieder eindringlicher werden, hey, du solltest mal Luft holen und du hast kein Eck. In so einer komischen Labyrinthzone, ne? Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Okay, du nimmst das. Ach, ich kann ja gar nichts nehmen, ich habe keine. Lass mal hier rumgehen, vielleicht finden wir noch mehr. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Okay, weil du gehst Frage jetzt nicht ist, davon aus, dass das 15% wert ist. Ja, okay, 15 brauchen wir. Egal, man kann ja trotzdem hier rum. Weil die Station schon allen Seiten noch irgendwas, ist. Oder? Ah ne, das ist ein Asteroid oder so. Vielleicht ist hier auch gar nichts mehr, vielleicht war es das. Ah ne, hier ist was. Aber ich kann es halt, also ich kann es anstupsen, aber ich kann es sonst nicht gescheit festhalten oder mitnehmen. Oh, ach so, nee. Ah, wir müssen da raus. Okay, also es sind 15%, ja? Ansonsten bist du schuld. Oder willst du es mit rannehmen? Mal gucken, mein Magnet ist doch stark genug, oder? Daniel, schwer beladen. Achso, jetzt ist hier natürlich nicht offen. Ja. Achso, kann man ja von außen machen. Warte. Jetzt bestehe ich aus 66% Schrott. Jetzt haben wir es endlich mal offiziell. So. Ich habe schon mal aufgemacht. Müssen wir aber aufpassen, dass wir alles wieder zumachen, dass uns hier nichts rausgleitet. Also ich mache hier zu. Oh, sehr gut, da hat er ja schon eingeparkt. Warte, mit der anderen Hand daran. Och Gott, nein. Kriegt den Magnet nicht aus. Das ist doch auch schon wieder so eine Frechheit.
So. Da ist zu. Ich krieg den Magnet aus. Ich sichere hier nur ab. Du kannst gern machen, was du willst. Ja, ich würde ganz gerne mal Magnet ausmachen, aber der will nicht. Ist zu, ja, ne? Da ist zu, bei dir ist zu. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich hab's irgendwie geschafft, gerade das Ding aufzumachen. So. Lass ich mal Magnet. Was jetzt aufgemacht? Die Luke? Tür habe ich versehentlich aufgemacht, weil ich mit einem Schotter gegen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Alle meine Arbeit hier auch noch umsonst. Ist das schon schlimm genug, dass das Spiel einen bestraft? Musst du es noch tun? Ich gucke, dass ich das wieder korrigiere. Hier rum ist blöd. Ich komme von unten. Okay, super. Es schließt sich. So, mein Magnet ist weg und der Müll ist auch weg und. Oh, sorry, den wollte ich nicht drücken. Ah, och Mann, gerade wo ich in den Stuhl rein wollte. Ja, aber jetzt gerade eben bin ich dann nochmal an den komm schon. Jetzt wird man hier von den eigenen Leuten sabotiert. Ich will doch nur den Müll da in die Recyclinghandrade bringen. Ich habe kein Wort verstanden. War das bayerisch? Nein, das war Mimimi. Das war Mimimi, okay. So, warte jetzt. Gleich bin ich da. Ja, yeah. Oh, geh da jetzt lang. Nein, nein, nein. Es ist nicht zu fassen. So, jetzt Achtung. Oh Gott, oh Gott. Okay, mach mal einen Magneten los. Wir fädeln das hatte so ich jetzt heute schon mehrfach probiert mit dem Magneten, aber ich probiere es auch gerne nochmal. Aus, mach ihn aus. Mach ihn auf jeden Fall aus, sonst trägst du es die ganze Zeit mit dir rum. Sonst nehme ich es dir weg. Ich nehme dir dein Spielzeug weg. So, jetzt ist er aus. Wahnsinn. So, jetzt probieren wir erstmal den. Vielleicht bringt ja der schon 15%. Das wäre auch witzig, oder? Warte. Und bitte. Einmal treten. Ja, sehr gut. Sehr gut. Was ist denn mal? Sag mal, wo ist denn gerade das andere Stück gelandet? Weiß ich nicht. Das muss noch irgendwo bei uns im Raum rumschweben. Ich hab's gerade nicht mehr gesehen. Bin ich blind? Wo ist es? Ist das mit reingestopft? Sag mal, die Tür ist ja schon wieder offen. Die Tür ist schon wieder offen, tatsächlich. Boah, zum Glück hat das kleine Stück 15% gebracht. Da wirst du ja mal dezent nervös, wenn dir die Sachen auch noch wegschweben. Apropos wegschweben, wo ist denn jetzt mein... Ach, hier doch. Also ich kann noch navigieren, sehr gut. Ja, dann müssen wir jetzt nur... Ach ja, ich war genau richtig, warte. Was mache ich jetzt mit dem Bonusteil? Kann ich das irgendwie mitnehmen oder so? Ach so, ja, kannst du gerne mitnehmen. Also ich nehme es mal mit, aber ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form dann... Gibt es dann ein Achievement für dich? Werde ich dir dann sagen, wenn es da ist. Mach du mal oben zu, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen schon zumache. Aufmache. Sonst zieht es uns wieder in die falsche Richtung. So. Sehr gut. Okay, dann kann ich ja schon mal in den Modus gehen. Ja. Jetzt geht das wieder los. Ja, ich hab's auch fast. Ja. Ach, das ist nicht zu fassen. Ach, so, ich hab's. So, ich glaube, wir müssen noch eins weiter runter. Jetzt sind hier alle Türen zu. Nein, die ist offen, zum Glück. Oder da war keine, vielleicht. Aber diese Dinger sind ja Gold wert, ne? Ja. Da kommt man viel einfacher von A nach B. Von Schleuse A nach Schleuse B. So. Ah, sorry. Was habe ich denn da eigentlich dabei? Was ist das? So, das müssen wir im Übrigen dann, wenn, noch irgendwo abgeben. Also das wird dann auch gar nicht so die Errungenschaft geben. Aber ich würde jetzt berichten. Weil es heißt dann immer... Warte mal, stopp mal, das muss da unten rein, oder? Guck mal, da ist doch so eine grüne Fläche. Das ist die Spitze da. Meinst du? Ja, okay, guck, hat sich da automatisch jetzt schon durch den Magnet... Das heißt, wir müssten drei Teile sammeln. Ja, werden wir nicht machen, aber zumindest habe ich eins geholt. Ja, okay. Jetzt, wo die äußeren Trümmer beseitigt sind, können die neuen Komponenten sicher zugestellt werden. Ah, wir kriegen eine Lieferung. Gönn dir eine Pause, bis die Lieferung und deine nächsten Anweisungen eintreffen. Das ist aber auch fies, dass man sich dann immer noch mal
in die Koje zurückzuppeln muss, ne? Anstatt dass hier einfach mal Ende ist. Komm ich da mit meinem. Komm ich da mit Zählt dem Kinder das? Ins Bett? Kann man das gelten lassen? Nee. So, dann eben so. So. Warte mal. Gute Nacht. Alt, ich muss erstmal. Ich mach den Schlangenmensch. Was? Mit dem ganzen Ding willst du da rein? Wollte ich. Das ist auch lustig. Aber das geht nicht. Warte mal. Ich glaube, den muss ich draußen lassen. Der darf nicht viel schwimmen. Gewollt. So, jetzt hat. Gute Nacht. Ja. Schon wieder eine halbe Folge rum. Ich fasse es nicht. Tag 4. Tag 4. Schön, unsere Chats sind noch da. Ja. Wollen wir die gleich nehmen? Ja. Ah, okay. Eins. Nein! Jetzt muss ich den längeren Weg gehen. Oh nein. So, hat auch nicht so lange gedauert. Dann kannst du ja schon mal Knöpfchen ich drücken. Ich wollte, warte mal. Da, hier, mit dem Kopf, okay. Ja. So, ja. Lösung mit Köpfchen. Wir benötigen Daten darüber, was die explosive Stilllegung von HB-01 verursacht hat. Explosive Stilllegung, habe ich richtig gelesen, ja. Berichte zeigen, dass die Kommunikationsterminals von HB-01 genau diese Daten enthalten. Wo sind die nun wieder? Um das Auffinden der Terminals zu erleichtern, wurde eine Signalstationserweiterung geliefert und ein Funkscanner zur Verfügung gestellt. Okay, nächstes Werkzeug, ne? Mhm. Installiere die Signalstationserweiterung und ruf die Daten von den Kommunikationsterminals ab. Uff. Naja, klingt jetzt eigentlich nicht so komplex, aber gut, schauen wir mal, ne? Ich zuppel mal hier. Ach so. Was raus? So. Verwende die aufgerüstete Signalstation, um die Umgebung zu erkunden. Ach so, die wir schon hatten. Also, wir können da oben sehen, wir brauchen drei Werkzeuge, ne? Es kommt immer den eins Magnet, dazu. Den Magnet, den Bohrer und, ja, dieses Signaldings da. Und dann musst du natürlich erstmal, keine Ahnung, da eine Platte reinbohren. Dann musst du irgendwas drauf. Oder öffnen? Reinmachen oder öffnen? Ach nee, man muss erstmal was öffnen. Dann was reinbohren. Obwohl eins ist ja wegnehmen. Hä? Ja, genau. Wie kann denn zwei der Magnet wahrscheinlich, oder? Nach eins kommen? Ja, müssen wir sehen. Also wenn ich jetzt mal einen, wo ist, genau, wenn ich jetzt mal einen weitergehe. Warte, wo gibt es hier ein Symbol dafür? Nee. Aber wahrscheinlich da in der Mitte, oder? Ja, ich glaube auch da, wo diese Satellit da ist. Genau, ja. Ja. Ja, gut, bewegen wir uns da mal hin. Ist das nicht jetzt hier links? Nein, ich wollte... So, Werkzeug. So, naja, dann, wenn du schon mal da bist, dann hol das Werkzeug, oder? Ich bin dabei. Man kann aber auch da oben raus. Ach so. Was machst du dann? Verdammt. Ich will mich hier gerade reinsetzen, aber hier geht gerade gar nichts. Jetzt kommen wir noch nicht mal mehr in das Ding. Doch, so. Da muss man ran, oder? Mhm. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt sonst. Was ist denn bei dir? Ach, deine ganzen Utensilien, okay. Da ist noch der Feuerlöscher. Okay, aber der Rest ist dann zumindest, nimmt ein bisschen ab an Infos. Hier sind halt diese PMU-Dinger. So, da bin ich mit Bora und PMU. Ja, dann gehen wir da von außen ran und machen irgendwas. Ja. Okay. Klingt jetzt eigentlich erstmal so weit so simpel gerade. Jetzt ist mein Problem. Wie komme ich an mein... Ah ja. In mein PMU wieder rein, weil ich bin jetzt hier gleichzeitig in einer anderen Ansicht. Guck mal, ich habe keinen Button-Prompt gerade. Das ist mein Problem. Okay, er war einfach nur nicht da. Ich komme zu dir. Ja. Ach so. Bin ja eh schon in der Kapsel. Ja. Gleich bist du da nicht mehr alleine. So. Nein, noch nicht aufmachen. Nee, ich wollte nur schon mal irgendwie... Na toll, ich dachte, ich wäre drin. Nein, bin ich natürlich nicht. So. Mach mal Platz, sagt er da hier. Bitteschön. Können wir so, ich habe meinen Bohrer. Mein Bohrer ist fest. Nicht, dass ich wieder auf mein Zeug nicht aufpasse oder so. Ah, warum geht das hier zu? Oh nein.
noch so auf dem Weg raus den Schalter gemacht. Naja, gut. Gerade noch so durchgeflutscht. Das kann ja wieder was. Ja, das war nicht das Problem. Ich wollte nur verhindern, dass es ganz zugeht. Guck mal, das hat zwei Seiten. Jetzt kann man natürlich mal an beiden Seiten versuchen, ob man ziehen kann. Also du hast ja noch den Luxus. Ah nee, das musst du, glaube ich, aufbohren, oder? Den Luxus einer... Ach so, stimmt. Ach du Scheiße, warte mal. Da muss ich hier... Da habe ich gerade geguckt, ob ich das vielleicht irgendwie wegmagnetisieren kann. Vollkommen recht. Ich muss... Ah, ich lasse diesen Bohrer zu schnell los. Das ist nicht gut. Nein. Kann bitte... Nein, 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 nein. Ich darf da nicht mehr los. Ich mache den erstmal wieder fest. So, also eine Schraube habe ich schon draußen, aber es ist wieder mal eine Fingerübung hier. Warte. Mann. Ach, ich habe doch Steuerdüsen. Was mache ich denn? So, festhalten. Greifen. Lösen. Schrauben. Okay. Warte, ich muss wieder anbringen. Steuermodus. Okay, ich gehe auf die andere Seite rüber. Das ist aber wieder ein cooles Koop. Der eine löst, der andere holt's, nimmt's ab, oder? Nehme ich mal an. Weg damit. Da ist aber nichts dahinter, oder? Große Klappe, nichts dahinter? Nichts dahinter. Kleine Klappe eigentlich. Na, wir müssen ja was rein. Müssen wir nicht was reinmachen? Nee, ja, das Ding ist gerade da von mir, theoretisch. Aber jetzt tu erstmal deine andere Klappe da weg. Fräsen und dann. Schauen wir mal, was da sich dahinter befindet. Weil da war ja, glaube ich, auch nur die Rede von einer Decke, oder? Wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich darüber. Ja. Vielleicht ist ja hinter Türchen Nummer 2 was. Genau. Ich weiß es ja immer nicht. So. Andererseits, ich kann natürlich auch mal probieren. Aber Moment, dann sollte ich vielleicht aber dann nochmal. Frage ist ja immer, kann ich das schon. Guck mal, ich kann das auch so abnehmen. Tja. Was haben wir da nu? Was haben wir da nu? Da müssen wir bestimmt was rein. Soll ich nochmal ins Handbuch gehen? Dass wir da gucken, ob wir was wir genau machen sollten. Ich treibe schon wieder so ein bisschen weg. Das ist. Andererseits, ich hab's ja aktiviert. Rechte Seite sieht auch ein bisschen verbrannter aus. Ich mach mal kurz Handbuch, ja? Ja. Nee. So, also wir schrauben das ab. Da müsste noch ein Kabel oder was dabei sein, ne? Ist jetzt schon bei dem unteren? Nee. Ja, ja. So, du hast ja dein neues. Das sieht ja wieder aus wie so ein Fernseher. Wo müssen wir denn da hin? Haben wir denn jetzt das mittlere Bild erledigt? Abgeschraubt und weggezogen. Weggezogen. Aber mich irritiert es, dass die 1 nach der 2 kommt eigentlich. Also als wenn man. Aber die 1 hat ja diesen Griff dran. Ja, ja. Das ist ja das, was du weggeschraubt hast. Oder müssen wir was anderes ranmachen, weil die 2, guck mal, die Pfeile zeigen da rein, ne? Das sieht auch anders aus, ne? Das, genau, das sieht aus wie so eine Batterie oder so. Oder wir müssen was anderes organisieren und dann festschrauben, so sieht mir das aus. Okay, also wir müssen dieses Zweierteil finden, bevor wir mit dem Fernseher weitermachen, oder? Wollen wir mal nach dem Brandenburger Tor suchen? Ja, genau, lass uns mal irgendwie gucken gehen. Ach Gott, wo könnte das jetzt sein? Wahrscheinlich doch irgendwie in der Station, ne? Oder schrauben wir das hier außen irgendwo anders ab? Das wäre es ja noch. Warte mal, ja, ist hier sowas? Ja, gar keinen das Anhaltspunkt. Schau mal, da wo ich hier dagegen. Das, wo du jetzt bist. Nee, aber wenn, dann müssen ja irgendwo Schrauben sein. Wir müssten irgendwo, genau, müssen irgendwo Schrauben sein. Sind sie ja nicht. Also, wenn ich ehrlich bin, was. Naja, nee. An dem kleinen blauen Dings bei D in der Schleuse, da wollen wir nicht mehr ran, oder? Das wird's nicht sein. Guck grad mal, ob da noch irgendwo da unten war nichts, ne? Was ist denn da unten? Was ist denn das? Diese Box. Da links bei mir, da was blinkert. Was ist das? Links von mir? Nee, bei mir. Was ist das? Da blinkert, das ist, glaube ich, das, was ich abgezogen habe. Ach so. Das habe ich da weggeschmissen. Aber nicht. Hatte mir gerade eingebildet, dass hier was anderes funkelt. Das ist es nicht. Das ist genau das gleiche Teil, was du hier hast, weißt du? Ja, genau, ja. Okay, ich folge dir mal. Wollen wir einen Rundflug machen? Hat jetzt schon mal gesagt, wir gucken einfach mal von außen. Ich meine, wir sehen ja dann auch die Station von drinnen dann normalerweise. Ja, stimmt. Huch, da ist Sackgasse.
Hier war unser Schrottbereich. Hm. Das kann ja heiter werden. Hier ist eine Antenne. Müssen wir denn nur ein so ein Ding finden? Das ist die nächste Frage. Also entweder das oder wir brauchen für beide. Ja. Für beide von diesen Dingern, was wir weggeschraubt haben, was. So, was haben wir hier? Ah ne, das hast du irgendwann mal gemacht. Das hast du von innen gezogen mit dem Magneten. Das waren diese Stecker. Mhm. Haben wir da? Sieht jedenfalls auch nicht aus wie unser Ziel. Oh Mann, ey. Hier ist es auch nicht, ne? Das gehört da auch zur Schleusenreparatur. Ja. Das ist einfach nicht. Das, was da drin blinkt, das ist, glaube ich, ja, genau, oder? Das ist auch Schleusenreparatur gewesen. Ja. Nur festschrauben. Übrigens fällt mir gerade so ein, geht mir durch den Kopf, dass wir hier 4 Schleusen haben und 4 von diesen PMU-Steuereinheiten. Mhm. Deutet ja auch darauf hin, lieber Zuschauer, dass es den chaotischen Vierspieler-Modus sogar schon gibt in Heavenly Bodies. Das möchte ich nicht erleben. Erwähnt, ne? Also mir gegenüber zumindest. Ja. Mhm. Man wird ja schon zu zweit ziemlich kirre hier. Ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das so für dich abläuft. Vor allem, wenn da mal einer wegtreibt und einer gerade irgendwo anders hinschwebt, da weißt du ja gar nichts mehr, wo du hingucken sollst. Da ist es! Da ist es doch. Da ist es. Obwohl ich es zu zweit trotzdem immer noch eine riesige Bereicherung finde. Also wenn ich das alles hier alleine machen müsste, ich würde wahnsinnig werden. Ja, das stimmt wohl. Das Let's Play würde ewig dauern. Ah, okay, nein, das heißt, jetzt müssen wir wieder rein. Wieder rein, ja. Okay, wo sind wir? Gehen wir hier rein, oder? Ja. Nach jetzt müssen wir erstmal die Schleuse wieder aufmachen, die Monsieur hier zugeballert hat. Warte. Jetzt meckert er immer rum, wenn die Schleuse auf ist. Jetzt meckert er rum, weil die Schleuse zu ist. Nichts kann man recht machen. So, Schleuse ist auf. Ja. Ich gehe mal vor. Wer geht vor? Gut, du gehst vor. Ich gehe vor. Okay. Jetzt darfst du sie wieder zumachen. Das kannst du ja am besten. Nö, wir lassen jetzt auf. Wir müssen eh wieder raus. Ach so, nee, geht ja gar nicht, oder? Drückt es uns dann nicht wieder raus? Ja, da drückst du uns wahrscheinlich wieder raus, ja. Das hätte ich nicht so gerne. Stell dich jetzt so an. Das bisschen Druckausgleich. Genau, hat noch keinem geschadet. Genau. Wir hatten früher auch nichts. Genau. So. Hätte ich eigentlich auch lustig gefunden, wenn einer innen drin navigiert hätte und der andere hätte draußen zugeguckt und gewartet. Ja, genau. Aber ich kann mich noch an irgendeinen Kommentar aus einer der letzten Folgen erinnern. Der Daniel geht dann nach draußen, ja, ja. So, wie machen wir das? Ach, du hast doch den Magneten. Ich hab doch den Magneten, genau. Der wird da wohl deswegen helfen. Warte, ich versuche mal an dir vorbeizukommen. Jo. Witzig, so. Das Kabel, was wir hier irgendwann mal gezogen haben, ist wieder drin. Ah ja. Naja, durch den Neustart, oder? So, wäre jetzt irgendwie gut, cool, wenn ich das in die andere Hand bekäme. Schnapp's dir, Tiger. Das Schlimme ist, jetzt kann man... Achso, nee, du kannst es ja jetzt festmachen und dann kannst du wieder Jetpack steuern, oder? Ja, ja, ich wollte den jetzt erst mal da oben. Versteh schon, was du machen willst. Na komm. Ja, sehr gut. Und? Oh nein, das Ding ist noch befestigt. Oh nein, das ist noch an Seilen befestigt. Scheiße. Wollen wir erstmal in diesen kleinen Raum rein? Ja. Ja, ich guck mal, kommst du da durch? Ich kann mal versuchen, da wo deine Beine sind, anzufangen. Ich kann ja. Achso, haha. Ich drehe mich einfach um das Gerät. So, einmal ist gelöst. Oh, das ist ja ein Segen, diese Steuerung jetzt. Zumindest im Vergleich zu dem, was man bisher so gewohnt ist. Ja. Stell dir vor, wir müssten das alles einzeln ohne diese Dinger da machen hier. Da. Da unten hängt doch immer noch was dran, oder? Ja, ich muss mich gerade konzentrieren, welche Hand ist. Ist frei. Wollen wir da noch das ein oder andere Seil? Brauchen wir ja nicht. Können wir eigentlich ganz abmachen. Weiß nicht, was du heute noch vorhast im Bett? Andererseits stört es auch nicht weiter. So, okay. Also ich sehe aus wie ein Oktopus hier mit den Tageln. Hui. Ich das einfach von mir herschieben kann, ist ja... Ah, fast. Okay. Da die Schleuse wird jetzt aber sehr interessant, sag ich dir. Oh ja, das wird eng. Also ich bin schon mal ready. Also nicht nur das, sondern auch
Wie komme ich denn da jetzt noch an meine, an den Hebel? So, ah doch, das könnte gehen. Ja, das geht doch sehr gut. Okay. Platz ist in der kleinsten Hütte, sage ich ja. Ja? Nein, jetzt hat er das Werkzeug da gegriffen. Ja. Das wollte ich nicht. Okay. Mann, wir sind richtig gut. Da könnte man fast meinen, wir hätten das Spiel schon mal gespielt. Aber normalerweise ist das ja kein Garant in das dem ist Game. Richtig. Ja, man Moment mal, jetzt ja haben wir eins von denen, ne? Brauchen wir eventuell zwei? Ja, gucken wir dann mal. Ich wollte sagen, man spielt ja nach 8 Stunden genauso beknackt wie nach einer halben Stunde oder umgekehrt. Ich hätte mal gesagt, das Loch da bei dir ist zu klein. Ja, stimmt. Das ist mein Loch zu klein, toll. Na dann dock mal an. Mal gucken, ob das geht. Achso, ich muss ja schrauben. Ja, ich schau mal, ob ich das da irgendwie da rein gefriemelt bekomme. Oh, ja. Passt. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Okay. Ja. So, gut, ich bin dran. Jetzt schau mal, dass du irgendwie bohrst. Ja, ist ja überhaupt nichts im Weg. Ich halte mich mal hier irgendwie an so einem Seil fest. So, mein Bohrer gerade rechts, okay. Warte. So, Fräulein Bohrer, Bohrer schreitet zur Tat. Hey. Muss ich den fahren? Nein. Das war jetzt schlimm. Ich habe so das Gefühl. Oh, Entschuldigung. Das ist besser. Jetzt. Ich habe gedacht, ich muss den. Oh nein, festhalten. Ah, den Bohrer wollte ich festhalten. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass ich den Bohrer auch noch umkehren muss, weißt du? Dass es da irgendeine andere Taste für gibt oder so. Das wäre es ja noch gewesen. Aber nee, war alles gut. Was mache ich denn so? Dann wechseln wir jetzt mal die Seiten. Jetzt habe ich allerdings. Ich glaube, du musst es gar nicht mehr festhalten. Kannst du mir mal komplett Platz lassen, bitte? Es ist ja schon an einer Seite dran. Was soll noch passieren? So, ich muss nämlich immer schaffen. Irgendwas habe ich noch mal. Ich habe doch was mitgenommen, sehe ich gerade. Da hängt noch eine alte. Irgendwas Schrottreifes, ne? Ja, genau. So. Guck, das ist dran. Oh. So, und jetzt brauchen wir doch noch die. Installiere das neue Signalstationsmodul. Achso, das haben wir geschafft. Verwende die aufgerüstete Signalstation, um die Umgebung zu erkunden. Wollen wir Umgebung erkunden, statt Handbuch zu machen? Also, dass ich wieder reingehe zu dem Ding und gucke, ich dachte, oder? Wir müssen da das Ding dann auch irgendwie festmachen. Da hier, so. Was, zum Beispiel? Ja, stimmt. Darum ging es ja. Hoch? Ist das kein Werkzeug? Ist das was wir ranmachen müssen? Es ist auch ein Werkzeug, aber irgendwas mussten wir damit doch, glaube ich, tun, oder? Dann gehe ich jetzt mal ins Handbuch. Geh mal ins Handbuch, oder? Genau. Ich glaube, man musste das noch irgendwie anschließen. Da war doch Fernseher. Fern. Ach, das brauchen wir für drin dann wahrscheinlich, ne? Tja, also. Ja, klar, wir haben ja drin unseren Fernseher. Vielleicht muss das da einfach hin. Unser Mission. Was ist der eigentlich? Der Fernseher, meine ich. Deinem Schlafzimmer? Ja? Wer jetzt so. Der Einzige, der mir so. Das ist dieser Missionsfernseher, okay. Glaub, oder? Könnte. Ja, du hast schon recht. Ja, aber was machen wir denn mit dem? Das Ding richten wir auf den. Nee, das schließen wir da an. Okay. Ja, dann gehen wir da jetzt mal hin. Moment, dann muss ich das erstmal wieder da abstöpseln. Ja. Ist ja komisch. Dann hat man das ja gar nicht großartig angewendet. Oh, Daniel. Guck mal auf die Zeit. Oh, das ist aber wieder Drama bei dir auf dem Kanal. Naja, das ist. Meinst du, wir sind fertig mit dem Tag und du willst es jetzt noch schnell machen, ne? Nein, wir können das auch noch in der nächsten Folge machen. Ist gar kein Problem. Also, ich habe da gar keinen Stress mit. Dann möchte ich jetzt bitte Drama vermeiden. Auch in deinem Sinne. Das heißt, du möchtest es doch noch machen, oder? Nee. Nein. Okay, gut. Drama vermeide ich, indem ich sage: Leute, wir sind hier ganz schnell raus. Ihr kriegt nicht noch mehr Überlänge von mir. Aber wenn es euch immer noch zu kurz war, dann könnt ihr gerne beim Daniel vorbeischauen. Und wenn ihr beim Daniel geschaut habt, guckt er bei mir vorbei. Wie auch immer, AFK-Kanal oder Spielsatzfeld-Kanal, da gibt es genug Zeug. Jeweils in der Videobeschreibung verlinkt der andere Kanal. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.